Im Februar 2018 hat Apple dieses Ding hier auf den Markt gebracht. Den originalen HomePod. Ein Smart Speaker mit Siri-Unterstützung, der das Zuhause eines jeden Apple-Nutzers vollkommen machen sollte. Doch trotz des großartigen Klangs hat sich dieses Ding nie sonderlich gut verkauft. Sei es jetzt wegen der fehlenden Bluetooth-Unterstützung, Einschränkungen bei Streaming-Diensten oder einfach weil Siri nie der beste Sprachassistent war. Ich glaube aber, der Hauptgrund war der zu hohe Preis, denn im März 2021 hat sich Apple dann dazu entschlossen, diesen 350-Euro Speaker nicht mehr weiter zu verkaufen und sich in Zukunft auf diesen 100-Euro HomePod Mini zu konzentrieren. Der war dann ein voller Erfolg, vor allem weil er für seine kleine Größe echt einen guten Klang mit sich bringt. Aber trotzdem haben sich viele gefragt, ey, kann Apple nicht endlich mal wieder auch einen wenigstens etwas größeren HomePod mit mehr Bass machen? Und da sind wir jetzt. Es gibt einen neuen großen HomePod. Wieder für 350 Euro und wieder in genau denselben Abmessungen. Da stellt man sich doch die Frage, warum soll das jetzt ein Erfolg werden? Das finden wir heute raus. Dieses Video wird euch präsentiert von Ergotopia. Wenn man viel am Computer arbeitet, ist es sowohl für die körperliche Gesundheit als auch für die mentale Motivation eine gute Sache, hin und wieder aufzustehen. Deswegen nutze ich seit mittlerweile 3 Jahren den Desktopia Stehschreibtisch von Ergotopia. Das Ding ist hochwertig verarbeitet, hat eine praktische Kabelwanne, um Chaos zu beseitigen und ist mit Tischplatten in unterschiedlichen Größen und Materialien konfigurierbar. Seit letztem Jahr gibt es auch ein neues Pro-X Steuermodul. Das kann mit einer sanften Vibration ans Aufstehen erinnern, sodass man auf jeden Fall sein selbst festgesetztes Tagesziel erreicht. Ich packe euch den Link zu Ergotopia unten in die Beschreibung und bedanke mich herzlich für die Unterstützung. Da ist er also, der neue HomePod. Ich kann es kaum fassen, dass ich dieses Ding gerade wirklich in meinen Händen halte. Also ich habe mir wirklich einen größeren HomePod zurückgewünscht, schon seit Jahren. Aber dass Apple dann einfach aus dem Nichts diese Pressemitteilung droppt und nicht einen etwas größeren HomePod zurückbringt, der dann vielleicht so 200 Euro kostet, sondern direkt den Big Fat Boy HomePod, so wie er war und so wie er damals nicht funktioniert hat. Das hat mich schon sehr überrascht, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal die Verpackung auf und schauen, ob sich nicht vielleicht doch irgendwas getan hat, denn der Teufel liegt ja meistens dann doch im Detail und ich kann so viel schon mal versprechen, ein paar Features sind schon dazugekommen, also es ist nicht so, als ob Apple jetzt einfach genau denselben HomePod wieder zurückgebracht hätte. So, Tabs sind unten offen, wir können den Deckel anheben und... Also die Verpackung ist zumindest sehr ähnlich, wie sie auch beim original fetten HomePod war. Da ist das gute Ding, hier schön in schwarz. Oh, ein Unterschied fällt mir jetzt schon mal direkt auf. Ich stelle es mal kurz zur Seite und hole hier dafür das Stromkabel aus der Verpackung. Papierkram interessiert, glaube ich, nicht, können wir wegpacken. Aber das Stromkabel, das ist der Punkt, ne? Guckt euch das mal an. Das ist hier so ein ganz normaler Kaltgerätestecker. Natürlich schön mit einem Apple-Design so, dass wenn man den dann in seinen HomePod reinsteckt, dass er dann trotzdem schick und clean aussieht. Aber man kann ihn rein- und rausstecken. Das ging beim alten großen HomePod nicht. Also es ging schon, ja, aber ich kann euch das ja mal zeigen, wie das aussah. Das war hier einfach so ein Ding. Und wenn man mit ultra viel Kraft dran gezogen hat, dann konnte man den entfernen, aber es hat sich immer so angefühlt, als ob man den bricht und es war auch kein Standardstecker, also da musste man dann im Zweifelsfall ein Ersatzkabel von Apple kaufen, blablabla, falls da mal was kaputt geht. Das ist ja jetzt 1000-mal besser, also alleine wenn du einen längeren Kabel brauchst, um den irgendwo hinzupacken, dann kannst du hier einfach wirklich Standard-Kaltgeräte-Stecker rein, easy peasy, und wenn da mal was kaputt geht oder so, kannst du auch einfach austauschen. Das gefällt mir schon mal sehr und das hatte ich auch gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Ansonsten ist der HomePod aber echt sehr ähnlich. Ich mache hier mal die ganzen Sticker noch von ab. Die Unterseite hat sich leicht verändert und die Oberseite auch. Also am Design haben sie ein mini bisschen was gemacht. Unterseite seht ihr jetzt direkt, das ist hier so eine ja, komplett flache Seite. Beim alten HomePod war das noch so ein bisschen, ja, war so ein Loch drin, sag ich mal. Und der hat dann immer so Ringe auf manchen Untergründen, ne, hinterlassen, wenn man den da hat stehen lassen. Das war ein bisschen unbequem, deswegen haben wir das wahrscheinlich geändert. Und hier oben haben wir jetzt ein größeres Display, ja. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, weil das beim alten HomePod auch so groß aussah. Aber eine der Dinge, die sie beim HomePod Mini ja eingeführt haben, ich kann das, so viele HomePods hier. Eine Sache, die sie da eingeführt haben, war, dass dieses Display oben sich komplett beleuchtet. Also wenn ich jetzt sage, hey,
Ja, wahrscheinlich nicht so, vielleicht so. Ja, da seht ihr das. Dann leuchtet hier diese ganze Fläche und nicht nur so ein kleiner Kreis in der Mitte, wie es beim großen HomePod früher der Fall war. Das ist jetzt hier auch all around möglich. Bevor ich euch das aber gleich in Action zeige und wir auch den Klang auschecken, möchte ich aber erst noch kurz auf die anderen Veränderungen zu sprechen kommen. Veränderung Nummer 1, es gibt einen neuen Prozessor, das ist ein S7-Chip aus der Apple Watch, also an sich jetzt nicht sonderlich beeindruckend schnelles oder so. Gut, der muss auf dem HomePod auch nicht sonderlich viel machen. Siri muss laufen, die Klangoptimierungen für die Audio Engine und für Spatial Audio muss drauf laufen, aber ansonsten hat er nicht viel zu tun, von daher, ja, ist jetzt halt ein aktueller Apple-Chip. Im alten großen HomePod war noch ein iPhone-Prozessor drin, der A8. Ansonsten gibt es neue Sensoren, ein Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor. Das heißt, ihr könnt den HomePod nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit fragen und auch andere HomeKit-Automationen damit steuern. Fun Fact, der HomePod Mini hat auch so einen Sensor drin. Allerdings hat Apple nie gesagt, dass er diesen Sensor hat, bis zur Vorstellung vom großen HomePod. Da hieß es dann auf einmal, Überraschung, der HomePod Mini kann auch die Luftfeuchtigkeit und Temperatur euch geben. Kein Problem, fragt ihn einfach, wenn das neueste Software-Update installiert ist. Dann funktioniert sofort. Ja, kleines Goodie auch für HomePod-Mini-Besitzer an der Stelle. Aber wenn wir gerade schon so schön beim Thema Smart Home sind, kommen wir doch gleich zum größten Update. Der HomePod ist jetzt auch ein Meta Smart Hub. Genau wie der HomePod Mini auch. Das heißt, wenn ihr Smart Home-Geräte habt, wie jetzt zum Beispiel hier diesen neuen Eve Energy Smart Stecker, der diesen neuen Standard unterstützt. Hier Meta steht einmal vorne drauf. Dann braucht ihr halt eine Bridge dafür. Hier könnt ihr es auch einmal lesen. Build on Thread requires Border Router. Und genau so ein Border Router ist halt eben auch der neue HomePod, der HomePod Mini oder auch ein Apple TV. Beim Apple TV müsst ihr aber darauf achten, dass ihr den mit der höheren Speicherkonfiguration und mit dem Ethernet nehmt, weil nur dann ist der Meta Support drin. Der große HomePod kann es jetzt aber auch. Und wisst ihr, was ihr noch kann? Rauchmeldergeräusche erkennen. Das fand ich super abgefahren. Also dieses klassische Piepsen von Rauchmeldern, da ist er jetzt drauf programmiert, dass er die erkennt und euch dann eine Push-Nachricht schickt, wenn er denkt, oh, hier piepst in der Nähe irgendwo einen Rauchmelder, damit ihr auch von unterwegs mitbekommt, wenn euer komplett dummer, nicht smarter Rauchmelder an der Decke anfängt zu piepsen, der HomePod, der macht es dann für euch. Aber gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Stecker, dönern den hier in die Mehrfachsteckdose. Dann kann ich hier einmal das Ding einrichten und wir können uns mal den Sound davon reinfahren, weil auf den bin ich echt am allergespanntesten. Das Ding hat weniger Lautsprecher als der alte große HomePod, soll aber trotzdem besser klingen. Ich bin gespannt. Deutschland, gib mir ein Bein. Wir sind die Jungs aus 343. Fette Beute, wir reiten ein. Mittelstürmer wie Roy Makaay. Deutschland, gib mir ein Mic. Wir sind die Jungs aus 343. Fette Beute, wir reiten ein. Mittelstürmer wie Roy Makaay. Deutschland, gib mir ein Mic. Neustern am Horizont, keine Fake G's wie bei der Comic Con. Yves Saint Laurent, 343 ist da, wo die Homies wohnen. Komm in den Whip mit dem Haar, mein Gar liegt nah an dem bisschen Sarg. Ich bin ein Migrantenkind, trage Tracking-Wear wegen Gegenwind. Wow, teil mir ein Girl mit Kölbert, nehm das Game nicht so ernst wie heute. Guck mich an, guck euch an, sie fordern Grinch fürs Deutschland. Ja Leute, ich habe jetzt ein bisschen Musik gehört. Sowohl auf dem neuen HomePod als auch auf dem alten und nochmal zum Vergleich auf dem HomePod Mini. Ich habe auch ein paar Sachen gehört, die mehr auf Spatial Audio ausgelegt sind und damit unterstützt werden auf Apple Music, weil das ja eines der großen neuen Features auch sein soll für den neuen großen HomePod, dass alles so viel räumlicher klingt. Und mein erster Eindruck zum Klang ist folgender. Der neue HomePod klingt für mich persönlich tatsächlich besser als der alte, weil er tatsächlich etwas räumlicher klingt. Ich würde nicht sagen, dass das hier 3D-Audio ist. Also da nimmt Apple den Mund schon ganz schön voll. Ich fand, beim MacBook zum Beispiel haben sie es erstaunlich gut hingekriegt, dass auch mal Töne von der Seite oder so kommen. Aber das MacBook hat auch mehr Lautsprecher und ist allgemein breiter aufgestellt. Der HomePod ist ja recht kompakt und muss 3D-Audio nur durch Reflexion und andere Geschichten erzeugen. Aber räumlich klingt er auf jeden Fall. Und der Bass ist auch sehr stabil. Also ich würde sagen, obwohl hier weniger Hochtöner drin sind. Also 5 Stück sind es beim neuen HomePod, 7 waren es beim alten. Muss man sich keine Sorgen drum machen, dass der Klang
jetzt großartig schlechter ist. Er ist definitiv besser als der HomePod Mini, das kann man mit Sicherheit sagen. Also wenn einem der Klang vom HomePod Mini gefällt, gerade dieses Klare in den Höhen, das hat der neue HomePod auch noch mehr als der alte, aber halt mit zusätzlich noch mehr Bass, so. Dann ist es vielleicht ein gutes Upgrade. So. Ein HomePod Mini mit sehr viel mehr Bass und einem mehr raumfüllenden Klang, so, das bekommt man hier. Aber halt immer noch für 350 Euro, ne? Und 350 Euro sind schon eine ganz schöne Ansage. Das ist arschviel Geld, vor allem für einen Lautsprecher, wo man, wenn überhaupt, ich glaube nur über Umwege irgendwie per Bluetooth Sachen drauf bekommen kann. Eigentlich brauchst du AirPlay, also auch ein iPhone. Und du musst eigentlich auch Apple Music nutzen, weil Spotify oder so kannst du auch nur über AirPlay drauf machen. Da kannst du dann dem HomePod nicht sagen, ey, spiel mal dieses, spiel mal jenes. Nee, das geht nur, wenn man Apple Music nutzt. Und das kann einen schon einschränken. Man sagt ja immer, Apple-User zu sein, ist wie in einem goldenen Käfig zu sitzen. Und dieser neue HomePod ist das perfekte Beispiel dafür. Weil das hier ist im Endeffekt nichts anderes als ein sehr schönes, goldglänzendes Stück Zaun, Stück Gitter. Ja, das ist ein saugeiler Speaker, der klingt nice. Und wenn man ein iPhone und Apple Music benutzt, dann ist es, glaube ich, auch trotz des hohen Preises so einer der geilsten Speaker, die man sich zu Hause reinstellen kann. Aber entscheide dich erstmal, wenn du so einen HomePod zu Hause stehen hast, um und sag, yo, jetzt nutze ich Android. Yo, jetzt wechsle ich auf Spotify. Ist nicht, weil dann funktioniert dein Speaker auf einmal nicht mehr gescheit. Das heißt, du hast dich schon eingesperrt in dieses Ökosystem, zwar mit einem sehr, sehr schönen Speaker, aber du hast dich eingesperrt und das muss einem, glaube ich, klar sein. Ich glaube, dieser große HomePod wird sich nicht in extrem großen Stückzahlen verkaufen. Ich glaube, Apple hat ihn nicht zum selben Preis wie den alten zurückgebracht, weil sie sich gedacht haben, die Welt hat sich geändert, ab jetzt wollen alle auf einmal einen 350-Euro-Speaker von uns haben. Das ist nicht der Fall. Ich glaube aber, dass sie ihn mit zurückgebracht haben, um HomePod-Kunden, die diese Dinger lieben, den HomePod Mini, eine Möglichkeit zu geben, ihr Home-Speaker-Setup weiter zu erweitern und halt eben auch die Möglichkeit zu nutzen, die Kunden noch mehr in den goldenen Käfig reinzupacken, auch wenn es, wie gesagt, ein sehr goldener und sehr schöner Käfig ist. Eine letzte Sache möchte ich noch ausprobieren, bevor wir hier raussteppen. Okay, denn hier kommt ein Sender nur für dich. Nein, Siri? Das nicht, bitte. Ich habe hier nämlich nicht nur einen von den neuen HomePods, sondern auch noch einen zweiten. Das ist das Testgerät von Jonas. Das habe ich mir hier einfach mal kurz ausgeliehen. Denn man kann auch aus den neuen HomePods wieder Stereopaare erstellen. Eine Sache, die man dazu sagen muss, ist, dass Stereopaare immer nur mit identischen HomePods gehen. Das heißt, ihr könnt entweder HomePod Minis zwei Stück zu einem Stereopaar machen oder große HomePods zwei Stück zu einem Stereopaar machen. Ihr könnt nicht einen großen HomePod mit einem kleinen HomePod oder andersrum. Und was ihr auch nicht machen könnt, ist einen alten großen HomePod mit einem neuen großen HomePod zu einem Stereopaar machen. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade, weil ich glaube, viele, die einen von denen noch zu Hause stehen haben, denken sich jetzt, wo der neue da ist, oh, ich wollte so lange mal einen zweiten haben, all die Jahre wurde der jetzt nicht verkauft. Ach, jetzt schlage ich zu, vielleicht mache ich mir ein Stereopaar draus. Aber geht halt eben nicht. Da muss man schon 700 Euro reinhauen bei Apple, so, um sich zwei von den Dingern zu holen. Unfassbar viel Geld. So, dafür kriegst du auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Heimkinoanlage für. Das heißt, da muss man schon großer HomePod-Fan sein, um diesen Sprung zu wagen. Nichtsdestotrotz stelle ich mir die Frage und möchte sie jetzt für euch beantworten. Was bekommt man, wenn man diesen Sprung wagt? Und deswegen habe ich die Dinger hier jetzt einfach mal zu einem Stereopaar gekoppelt und ziehe mir das Ganze rein. Es hat sich wieder disconnected. Ich liebe HomePods, wirklich Leute. Aber solche Sachen sind so oft so komisch. Ja, verbinde dich. Ja, ich möchte wirklich darauf. Wo ist denn jetzt mein Albumcover hin? Okay. Das klingt schon mal sehr geil. Okay, let's get it, let's get it. Ja, ich wachse langsam aus meinen alten 1er Air Max raus. Sehr viel Zeit gebraucht, um meinen Stärken zu vertrauen. Ich glaub, ich hab mich vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft. Zünd die Scheine an und wehr mich daran auf. Immer noch kein Cent in der Tasche. Aber siehst du, Baby, meine Warteschlange. Keine Tickets in der Abendkasse und im Backstage. Eine Badewanne zwischen Tiefgarage. Dachte das, das ist es. Das ist es leider schon. Das ist es in viel zu teuer, aber das ist es in sehr guten Klang. Jonas! Komm mal rüber!
wird so unnormal feiern. Komm mal, setz dich mal hier hin. Komm. Ja, jetzt, ich habe das Stereo-Paar gemacht. Das ist jetzt hier die 750 Euro Bonzen-Setup. Ne, 700. 700. Aber wir wollen jetzt nicht hier hin. Das ist jetzt auf jeden Fall das Bonzen-Setup. Und jetzt kannst du dir hier den Bonzen-Ton rein. Ja, ich wachs, Baby, du wächst auch. Ich glaub, ich träume, bitte weck dich nicht auf. Hoch über den Wolken, Frühstück im Penthouse. Doch wie klein ist dieser Kosmos, ich hol uns beide hier raus. Dieser Kosmos. Uff. Du hast jetzt ein HomePod-Stereo-Paar 30 Sekunden im Alltag getestet. Was ist dein Fazit? Das ist verteuert für zu Hause. Ja, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen kann, so viel Geld für HomePods auszugeben. Also vielleicht ist man da mit einem günstigen 5.1 Setup besser dran, aber es ist schon sehr geil. Und jetzt so klein. Das ist echt Hammer. Ja? Es ist wirklich beeindruckend. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Komm, lass noch was anhören. Hey Siri? Spiele Loftus Road von 5. Ich finde Loftus Road von 5 nicht in deiner Apple Music Mediathek. Du kannst mich bitten, einen Radiosender zu spielen oder Musik von einer Art. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, dass Siri nicht der beste Assistent ist. Da hast du da 700 Euro an Lautsprechern stehen, die nicht mal verstehen, welchen Song du hören willst. Digga, das ist mir jetzt echt zu blöd. Also such den jetzt so auf undeutlich hast du jetzt echt nicht gesprochen. Ich such den jetzt auf Spotify raus und stream den via Airplay. Das ist mir echt zu blöd. Oha. Ja, einfach aus Spotify lädt nicht. Shit.